Willkommen zu einem neuen Video auf dem Familie Schneider Playmobil Kanal. Heute gibt es eine Roomtour mal wieder, also keine Geschichte. Und zwar zeigen wir euch heute das Haus von Familie Meier. Das sind ja die Freunde und die Verwandten von Familie Schneider. Und die haben ein bisschen ein neues Haus bekommen. Einmal einen neuen Fußboden und ein paar neue Tapeten. Und das möchten wir euch heute zeigen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß damit und los geht's! Starten wir ganz oben mit dem ersten Kinderzimmer. Das ist das Kinderzimmer von Tim. Und da zeigen wir euch jetzt erstmal das Zimmer. Er hat ein neues bekommen. Das haben wir bei Playmobil gekauft. Er hat ein neues Bett, ein neues Regal. Und hier vorne noch eine kleine Sitzecke. Ich finde, es sieht jetzt deutlich besser aus. Hier sind die Tapeten geblieben, denn ich finde, die passen noch. Aber es sind neue Möbel. Wer unseren Kanal kennt, der weiß auch, dass es jetzt anders aussieht und viel schöner. Ihr könnt einmal hier gucken, also Bettregal. In der Mitte steht seine Spielzeuguhr und hier vorne hat jetzt eine kleine Sitzecke. Auch ein Schreibtisch, also hat jetzt alles. Ein komplett neues Zimmer. Und direkt nebenan ist das Zimmer von Emily. Sie hat jetzt ein Prinzessinnenzimmer und da gehen wir jetzt auch gleich rüber. So, hier ist Emilys Zimmer. Was wisst ihr, das sah davon ganz anders aus. Das Bett war nicht mehr schön. Sie hatte so ein ganz großes Bett, das war viel zu groß für sie. Da könnt einmal näher rankommen, deswegen, das haben wir auch bei Playmobil gekauft. Das ist das Prinzessinnenzimmer für das Schloss, das war im Angebot. Und das haben wir jetzt genommen, denn in dem Alter, finde ich, passt ein Prinzessinnenbett eigentlich immer. Hier haben wir noch ein Regal, das war aber nicht dabei, das passt farblich ganz gut. Ein frisches Spielzeug war dabei, einen Tisch hatten wir noch über. Hier eine kleine Kommode und natürlich ihr Bett. Und noch eine selbstgebastelte Leiter. Jetzt fokussiert es wieder. Also jetzt finde ich es viel schöner. Auch hier die Tapeten sind geblieben. Und ich finde, das passt farblich alles relativ sehr gut zueinander. Deswegen bleiben die Tapeten hier noch. Aber es ist ein neues Zimmer, was ich jetzt viel schöner finde. Und jetzt gehen wir einmal ein Stockwerk tiefer ins Bad und in das Schlafzimmer. Jetzt sind wir eine Etage tiefer im Schlafzimmer. Ich hoffe, vom Licht her geht es einigermaßen. Hier hat sich nicht so viel verändert. Hier sind die Tapeten geblieben. Hier einfach ein neuer Boden, ein neuer Teppich und ein paar neue Möbel, ein neuer Schrank. Einfach ein bisschen aufgepimpt. Ansonsten hat sich hier nichts geändert. Ich finde, das ist fürs Erste eigentlich ganz in Ordnung. Und ich finde, das passt jetzt alles viel besser zueinander. Hier haben wir jetzt das Badezimmer. Das hat neue Tapeten bekommen und so jetzt in Fliesenoptik haben wir ausgedruckt. Einen neuen Fußboden, ebenfalls in Fliesenoptik. Und wir haben uns ein neues Bad gekauft von Playmobil. Das ist das neue vom neuen Puppenhaus. Das haben wir uns jetzt gekauft. Ich finde, das passt hier super rein. Noch ein paar andere Schränke dazu. Und das ist jetzt das neue Bad. Und ich finde, das sieht viel besser aus. Und das war auch wirklich notwendig gewesen. Nochmal eine Etage tiefer geht es jetzt in die Küche. Die hat sich an sich nicht geändert. Wir haben hier einfach mal ein bisschen umgeräumt, ebenfalls ein neuer Boden rein. Ansonsten ist hier alles gleich geblieben, denn ich finde das noch immer sehr, sehr schön. Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Und wie gesagt, ansonsten hat sich hier nichts verändert. Alles so geblieben. Der Tisch haben wir einmal gedreht und die Möbel ein bisschen verrückt. Hauptsächlich haben wir jetzt hier neue Böden drin. Und dann geht es jetzt einmal noch ins Wohnzimmer. Das ist jetzt einmal hier ebenfalls ein neuer Couchtisch. Einfach ein bisschen alles umgeräumt, neu gestaltet, ein paar neue Kissen drauf. Ansonsten ist das auch noch ganz okay. Das Wohnzimmer, also ich finde es ganz in Ordnung. Vielleicht noch ein bisschen Deko. Aber ansonsten ist es ganz in Ordnung. Ein neuer Teppich ist noch drin, genau. Ansonsten war es das aber soweit gewesen. Nicht wundern, wir haben jetzt übrigens keinen Garten mehr. Wir gehen jetzt zur Familie Schneider. Dafür steht unser Haus aber jetzt wesentlich besser und wir haben einen besseren Überblick. Und den Garten nutzen wir jetzt weitgehend von Familie Schneider. Das ist soweit okay. Die haben einen ziemlich großen Garten. Und genau, wir hoffen natürlich, euch gefällt unser neues Haus. Schreibt gerne, wie gesagt, mal eure Meinung unten rein. Wir finden, es ist jetzt deutlich besser. Es war mal wieder Zeit, das Haus ein bisschen aufzupimpen. Das war jetzt die Roomtour dazu gewesen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns ganz da freuen, wenn ihr diesen Kanal einmal abonniert, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn ein neues Video online geht. Und hier unten ist einmal Instagram eingeblendet. Dort findet ihr tolle Posts und Geschichten und Videos von Familie Schneider und auch natürlich von uns Familie Meier. Wir würden uns sehr freuen und das war's gewesen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.